Schwertkampf kann man das nennen. Wir spielen Dodgeball. Heute bei dem Mann, wir haben unser Team. Unser Team heißt gegen. Und warum nicht Fußball zum Beispiel? Das hier ist einfach mal was anderes. Es ist unbekannt und man kommt damit auch deutlich weiter raus. Wir fahren zum Beispiel bis nach Dänemark in verschiedene Wikingermuseen, um da an den Kampfvorführungen teilzunehmen. Ich habe vor ein, zwei Jahren Fußball gespielt, da waren mir ein bisschen zu ambitionierte Mannschaften dabei und Dodgeball ist halt mehr so ein Fun-Sport, das macht halt mehr Spaß, weil dieses Jahr nicht so ein ernstes Sportturnier ist, sondern mehr so Vergnügen, Freude und ein bisschen Spaß haben beim Sport. Aber ihr habt euch trotzdem gerade gefreut, als ihr gewonnen habt, oder? Ja, natürlich macht das Spaß zu gewinnen, das kann man nicht bestreiten, aber wie gesagt, das Gewinnen steht nicht im Vordergrund, sondern eher mit Leuten irgendwie in Kontakt kommen, irgendwie Spaß haben und gemeinsam irgendwie Sport machen. Also eigentlich geht es nur so ein bisschen um den Spaß, nebenbei noch ein bisschen Heute gewinnen wir Playoffs, Wir sind sehr engagiert, wir versuchen zu gewinnen, aber es ist nicht das, es geht mehr um den Spaß. Herr Lumme, Sie sind der Organisator von dem Ganzen. Sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie selbst nicht mitmachen können heute? Oh, ich glaube, ich habe in meinen Studienzeiten ausreichend dies wahrgenommen und auch genießen können. Nee, ich freue mich einfach, dass die Leute hier so viel Spaß haben. Welchen Sport machst du denn außer Trinksport heute? Ich spiele normalerweise Badminton und Speedball. Gibt's das denn hier auch? Speedball gibt's in Göttingen, ja, die spielen auch in der Bundesliga, zusammen mit Marburg. Heute meine ich? Heute? Nein, heute nicht. Und also, Badminton leider auch nicht. Also nur Trinksport heute? Heute ist nur Trinksport, ja. Wir trinken in unserer Gruppe alle sehr gerne Korn und dann haben wir uns überlegt, dass unser Gruppenname die Kornblumen sein soll. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir uns ein schönes Blumenkostüm dazu aussuchen werden. Und das ist dann halt die Sonnenblume geworden. Ich stehe jetzt hier mit dem Gruppensieger von Human Table Soccer. Wie fühlt ihr euch denn? Ist doch ein großer Sieg, oder? Ja, es ist natürlich immer Spaß dabei und Gewinnen macht mehr Spaß als nicht gewinnen. Ja, wer kann das schon von sich behaupten, Sieger zu sein, Gruppensieger zu sein, Human Table Soccer, ja, ne? Ja, also guck mal, beim Fußball sind 100 Mannschaften, die nicht gewinnen und eine, die gewinnt so. Und wir sind hier die Gewinner der wirklichen Gewinner. Gewinner der Herzen. Gewinner des Spaßes. Alles klar, danke. Ist eure Verkleidung, also macht ihr das, um euren Gegner zu verwirren? Nee, das machen wir eigentlich nicht, um unseren Gegner zu verwirren. Die Frage liegt natürlich nahe, weil wir... Ihr seht alle gleich aus. Genau. Die Frage ist ja immer, wo ist Walter? Wo ist Walter? Wer sind wir? Die Backs Buddies! Wie reagieren die Leute denn auf eure tollen Kostüme? Ja, es gab schon einige Pfeifereien oder Zurufe zu uns. Trinkt ihr denn auch gerne Backs oder ist das nur der Name einfach? Eigentlich war das der Plan, dass wir eigentlich nur Becks trinken sollten, weil wir ja Becks Bunnies heißen. Seid ihr die alten Griechen oder die alten Römer? Die alten Griechen. Dann seid ihr doch schon viel zu alt zum Fußballspielen, oder nicht? Naja, ich glaube nicht. Man ist auch nie zu alt für Fußball, oder? Auf jeden Fall, Theaterspielen geht noch sehr gut. Ja, stimmt. Im Theater im OP, kommt vorbei. Das Stück heißt Lysistrata von Aristophanes. Ich mach da nochmal so einen kleinen Zoom, dass man... So. Ja. Und auf die Plätze. Hier oben bitte aufpassen. Feiern Sie. Los!
ihr denn dann auch froh, wenn der Diaz vorbei ist? Ja, schon. Ich bin froh, wenn wir ihn beim ersten Mal durchführen können und ihn wieder nicht verschieben müssen. Aber klar, wenn ich jetzt sehe, es läuft alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann fällt jetzt schon so ein bisschen Anspannung ab, dass das alles funktioniert. Und wenn dann um 21 Uhr die Buden zumachen und der letzte Klimmzug geschafft wurde, so, dann bin ich auch froh, dass wir es langsam anfangen können mit Abbauen. Und am meisten freue ich mich dann immer auf das Bierchen mit meinen Helfern auf der Party am Abend. Dann geht es dann noch weiter in der ZAG-Party. Oh, ja, auch nicht mehr so lange, aber ja, ein Bierchen sollte drin sein. Come on, make some noise. Jam session of the East. Wetter ist cool. Sonne scheint. Sport.